Sind solche Zeitenwenden, solche Umbrüche etwas, was wir in der kulturellen Entwicklung und in der, ich sag mal, Menschheitsentwicklung schon häufiger erlebt haben? Ich sag mal so ein Stichwort wie Atlantis. Ja. Ist das auch so eine, sind da Vergleiche, auch diese Ignoranz gegenüber den Signalen und dann ist so ein Thema irgendwann durch, weil man nicht rechtzeitig hingehört hat? Bei Atlantis war das zum Teil auch so, ja, so Ignoranz. Aber zuerst fangen wir so an, warum überhaupt die Epochen sich wechseln. Wir haben eine Stufe in der Evolution, wo wir die Dreiheit haben nach der Polarität. Das ist dort, wo auch beim Selbst Geist, Seele und Leib entstehen, ja, oder drei Seiten. Das sind die Bausubstanzen der Schöpfung, Information, Energie, Materie, und zwar in dieser Reihenfolge. So, und diese drei, sie können in fünf verschiedenen Kombinationen auftreten. Eine Möglichkeit, zweite Möglichkeit, dritte, vierte und fünfte. Das ist die aktuelle, getrennte Realität. Wir wissen nicht, dass Realität unterschiedliche Beschaffenheiten haben kann. Mhm. Wir gehen immer davon aus, dass die Realität in Stein gemeißelt ist, immer gleich bleibt. Realität ist aber flexibel. Und je nachdem, welche Prinzipien eng beieinander sind und welches ist ausgelagert, sind unterschiedliche Realitätsbeschaffenheiten gegeben. Daraus resultieren unterschiedliche Fähigkeiten des Menschen. Und was in Atlantis möglich ist, ist in Lemuria nicht möglich. Was in Mu möglich ist, in der Eddenzeit nicht möglich. Was jetzt in der fünften Zeit nicht möglich ist, und das ist eine Menge, war früher mal möglich und es wird wieder möglich. Das ist das, was unsere Wissenschaft gar nicht kennt. Verschiedene Realitätsbeschaffenheiten. Sie hat völlig falsche Zeitspannen eingerechnet in ihre Einnahmen hinein. Und das Geschichtsbild stimmt überhaupt nicht. Wir haben da ein paar Artefakte irgendwo auf dem Planeten, die in das Bild überhaupt nicht passen, wie der Sphinx zum Beispiel, ja, der ganz klar von Wasser ausgewaschen ist. Klare Wassererosionsspuren, Wasser in Sahara, 11.000-12.000 Jahre her. Also nicht von Ägyptern gebaut. Von wem? Keine Ahnung. Im Geschichtsbild keine Information darüber, weil die Ägypter angeblich die Ersten waren. Ja? Oder irgendwelche gigantische Monolithen, die in ganz alte Festungen da eingebaut werden. Heute gibt es keinen Kran, der sowas heben kann. Ja? Welche Zivilisationen waren? Das ist etwas, was komplett ausgeblendet wird, aus demselben Grund. Wissenschaftler sind ganz einfach Menschen, die haben ihre Doktorarbeiten geschrieben und keiner wird irgendwann mit 60 aufstehen und sagen, Leute, ich habe mich geirrt, nehmt meinen Doktortitel, ich trete zurück. Das macht man nicht. Der Mensch bleibt Mensch und das Geschichtsbild bleibt das Geschichtsbild. So, diese verschiedenen Kombinationen von diesen Prinzipien ergeben auch geschichtliche Epochen. Diese Veränderungen, zusammenkommen, auseinandergehen, die liegen voneinander nur 5.000-6.000 Jahre getrennt. Sprich, jede 5.000-6.000 Jahre macht die Realität und der Planet und der Mensch einen Sprung in eine andere Qualität mit anderen Spielregeln. Und diese Zeiten sind voneinander auch durch Kataklysmen getrennt, sprich Katastrophen. Die Erde gestaltet sich immer um. Ja. Schiebt Landmassen, Wassermassen werden anders verteilt. Die wächst übrigens auch. Ja, der Planet wächst auch. Ja, auch eine ausgeblendete Erkenntnis. So. Und der Mensch hat auch seinen Sprung in eine andere Qualität. Es sind dramatische Ereignisse, das sind Katastrophen. Und davon haben wir in unserer Tradition nur die letzte Sintflut, ja, noch mitbekommen im Westen. Die Mayas und die Azteken erzählen davon von vier verschiedenen Umwandlungen. Aber letzten Endes ist ein Zyklus, besteht aus diesen fünf Zeiten, insgesamt 26.000 Jahre. Das ist so die Spanne, von der wir jetzt reden als geschichtliche Spanne. Und die meisten Menschen haben ihre Inkarnationszyklen innerhalb von dieser Zeitspanne angefangen, nicht von 100.000 Jahren. Mehr noch, die meisten Menschen jetzt auf dem Planeten sind junge Selbste, die haben nicht diese ganze Spanne hinter sich. Die meisten haben erst in der fünften Zeit angefangen zu inkarnieren, sprich vor 5.000 Jahren. Das sind junge Selbste, die haben völlig andere Aufgaben als Menschen, die früher angefangen haben, jetzt in der anderen Lebensphase stecken und ganz andere Aufgaben für sich und für den Planeten auch haben. Wenn wir uns ansehen, wie wir, Planet ist ja das, ich sag mal, überragende Stichwort, mit diesem Planeten im Augenblick umgehen. Ja. Also im Prinzip ein Leben
gegen den Planeten, gegen die Natur. Die Synthese wäre jetzt mit, die Antithese wäre jetzt wieder mit. Ja, ja. Ist das wirklich der Weg, wo wir hin müssen? Oder gibt es in dem nächsten Schritt statt ein Gegen die Natur eine andere Synthese? Also eine Synthese, ja. Nicht eine Antithese. Ja. Es geht kein Weg dran vorbei. Es ist nicht so, dass wir jetzt überlegen müssen, ob wir das eingehen. Wir haben gar keine Chance. Diese Zivilisation wird zerstört. Jede Zivilisation stirbt irgendwann. Und zwar abrupt. Und zwar bei diesen Umwälzungen, die der Planet jetzt mitmacht. Und diese Zivilisation, selbst wenn das nicht käme, ja, ist diese Zivilisation sowieso nicht nachhaltig. Sie ist auf dem Prinzip ewiges, beschleunigtes sogar Wachstum in einem begrenzten Raum aufgebaut. Das ist an sich ja schon Blödsinn. Das ist Prinzip Bombe. Also sie ist gar nicht darauf ausgelegt, dass sie weiter existiert. Sie kann gar nicht weiter existieren. Nur weil Menschheit als Kollektivwesen weiß, dass diese Zeiten 5.000, 6.000 Jahre begrenzt sind, da kann man sich so einen Luxus leisten, ja, sich so austoben, so ein Ding bauen. Aber Nachhaltigkeit ist was anderes. Ja. Also sie hat keine Zukunft, diese Zivilisation. Und was demnächst für uns eine Herausforderung ist, die ganze Realität ändert sich, der Planet wird anders ausschauen. Auch andere Naturgesetze werden eintreten. Das ist das, was die heutige Wissenschaft gar nicht weiß, dass Naturgesetze letzten Endes auch Gewohnheiten der Natur sind und nicht über Jahrmillionen andauern, sondern das sind auch kurze Phasen sind. Wir werden einen anderen Planet haben, andere Realitätsbeschaffenheit und wir werden eine andere Synthese eingehen müssen mit dem Planeten. Wenn wir jetzt über einen solchen Umbruch, eine solche Zeitenwende sprechen, du hast auch von Katastrophen, von Kataklysmen gesprochen, ist das etwas, was wir auch gegenwärtigen müssen, dass wir jetzt vor einer Entwicklung stehen, die so gravierende Veränderungen mit sich bringt, dass wir das als Katastrophen interpretieren? Und damit kommt natürlich automatisch die Frage, einerseits muss ich davor Angst haben und die andere Frage, kann ich mich da vorbereiten? Wie kann ich mit einer solchen gravierenden Veränderung, die einfach nur das Drücken einer Reset-Taste des Planeten ist, um eine völlig neue Realität, auch völlig neue Naturgesetze zu schaffen, damit umgehen zu können. Ja. Wie kann ich mich vorbereiten und muss ich Angst haben? Angst haben ist keine verkehrte Sache, wenn es konstruktiv ist. Angst ist einfach eine Kraft, die dich entweder zu sinnvollen Aktivitäten treibt oder zu einer sinnlosen Panik. Ja? Also Angst kann gut sein. Der Punkt ist, als Person schafft man, meistert man diesen Sprung gar nicht. Das, was wir am Anfang besprochen haben, das Selbst, das ist die ultimative Meta-Ressource von Menschen. Dieses Tandem, Selbst und Person, das ist das, was die Seele diesen Quantensprung meistern kann und wird. Sprich, wir sind jetzt dringend darauf angewiesen, das Tor zu öffnen zwischen der Person und meiner Göttlichkeit, meiner Meta-Ressource. Denn nur in diesem Zustand werde ich das alles handeln können. Ja, aber ich kann es handeln. Jeder also in die handeln, das wollte ich sagen. Also oder wollte ich fragen. Es ist kein Grund, in irgendeine Verzweiflung oder Panik zu gehen, sondern sich darauf vorzubereiten mit Respekt. Ja. Also nicht Angst im Sinne von Panik, sondern Angst im Sinne von sich darauf vorbereiten. Aber es ist nicht so, dass wir eine Katastrophe erleben werden, die danach nichts mehr sein, dass danach nichts mehr sein wird. Es wird sehr vieles zerstört. Ja. Es ist auch eine sehr große Datenlöschung bei jedem Quantensprung. Es geht nicht darum, dass materielle Träger gelöscht werden, sondern im Feld wird viel Information gelöscht. Das ermöglicht uns einen neuen Neuanfang, einen echten Neuanfang, dass wir nicht vom Alten ausgehen. Und wir erleben das ja bei der im Prinzip fehlenden Informationen über Lemurien, über Atlantis, da gibt es so bei allem, wie du es so schön geschrieben hast, Respekt dem Platon gegenüber, gar keine Frage. Aber es sind ja ganz vereinzelte, sehr bruchstückhafte Informationen, die bei dieser
Löschung, Datenlöschung übrig geblieben sind. Im Prinzip wissen wir ganz wenig. Wir wissen wenig. Ja. Man kann das anzapfen im universellen Gedächtnis, Informationen holen, aber als Zivilisation tragen wir diese Informationen nicht mehr mit uns. Und das hat auch einen Sinn. Ja. Das hat einen Zweck. Wir machen den Neuanfang. Jetzt werden wir noch einmal einen Neuanfang schaffen. Und viele Informationen werden gelöscht. Das Ereignis wird dramatisch sein, sehr dramatisch. Es werden auch viele Menschen sein, die dann ihre physische Existenz beenden, die nicht physisch werden. Das ist auch kein Fehler im System. Ja, es klingt jetzt vielleicht kalt, aber diese Selbst, die inkarniert haben für dieses Ereignis, haben dieses Leben gar nicht so geplant, dass sie das überstehen und meistern. Es ist auch ein bisschen dabei zu sein. Und wiederum gibt es die anderen, die das nicht nur überstehen, nicht nur meistern wollen und werden, sondern die auch eine Aufgabe in diesem Prozess haben. Denn Planet macht das nicht einfach auf eigene Kappe. Und wir machen unseren Sprung als Menschheit auch nicht auf eigene Kappe. Das sind Prozesse, die aneinander gekoppelt sind. Es gibt eine Absprache und der Planet schaut jetzt mit den Hufen und sagt, Menschen, seid ihr schon so weit? Ja. Ich muss hier, das Zeitfenster ist bald zu Ende. Ich muss einen Sprung machen, seid ihr so weit? Und genau darum geht es, dass jetzt eine kritische Masse an Menschen, sprich Person selbst, Menschen, die ihre Göttlichkeit, ihre Macht wieder nutzen, ja, dass eine kritische Masse auch an Qualität, nicht nur an Quantität, es geht nicht um Millionen, es geht vielleicht nur um Tausende, aber das Bewusstsein muss tief genug sein, die diesen Prozess mitsteuern, mitgestalten. Und in dem Moment, wo der Planet auf Reset-Knopf drückt, und das tut er auch, dass wir bestimmte Strukturen halten. Das ist die Aufgabe von Menschen. Wir müssen einfach nicht durchkommen. Nee, die Aufgabe ist ganz seriös. Also es geht, das ist auch ein schöner Unterschied, den du immer machst, nicht bei dieser Geschichte um das Überleben, sondern es geht um das Leben. Also das hat ja nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn ich einfach nur sage, ich muss jetzt irgendwie quasi über die Runden kommen, sondern es geht auch um die Aufgabe, die wir haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite braucht es dazu eine Vision, eine Idee, müssen wir etwas mit einbringen, etwas mit liefern, wie der neue Planet, wie die neue Entwicklung aussehen kann? Das ist so der Unterschied zu der jetzigen Realitätsbeschaffenheit. Wir sind hier Nutzer. Ja? Ja. Es ist etwas Fixes, Festes, für alle Verbindliches, Kollektives da. Und wir haben so einen plastischen Eindruck, dass wir das gar nicht erschaffen, was wir aber tun. Aber das ist so uns näher als unser eigenes Atom. Das tun wir milliardenfach in der Sekunde. Es ist Selbstverständlichkeit für uns, wir sind Schöpfer. Bloß diese Realität, die wir jetzt erschaffen, ist sehr fest, sehr statisch. Und wir nutzen sie einfach. Wir haben diesen Eindruck. Das, wo wir jetzt hinkommen, wird völlig anders geachtet. Das ist etwas, was schöpferisch gestaltet, erfunden, erzeugt werden will. Es ist noch gar nicht da. Es ist noch gar nicht da. Es ist keine neue Erde da, die uns dann irgendwann von jemandem, von einer äußeren Instanz geschenkt wird. Und irgendein Erzengel Michael kommt und sagt so, ihr wart brav gewesen, habt spirituelle Bücher gelesen, hier ist eine neue Erde für euch, ihr seid brav. Ja? Ja. Das wird nicht stattfinden, die ist noch gar nicht da. Der Punkt ist, es gibt Kräfte auf dem Planeten, die ganz üble Szenarien erschaffen haben, aber auch ausgearbeitet haben, bis ins Detail. Sie haben da Milliarden da rein investiert und Jahrzehnte. Die werden eintreffen, wenn sie nicht gestoppt werden. Das ist gut gemachte Hausarbeit. Auf der anderen Seite sitzen wir hier und erzählen alles, was wir nicht haben wollen. Das wollen wir nicht und das und das und das, das wollen wir alles. Ja. Aber was wir wollen, da ist nur eine schwammige Wolke, ja, so eine bisschen verbesserte Erde von jetzt. Das wird gar nicht stattfinden. Wir berücksichtigen nicht die Realitätsbeschaffenheit von morgen. Und wir berücksichtigen nicht diese Tatsache, dass diese neue Erde im hohen Ausmaß erschaffen werden muss. Von uns, von Menschen als Schöpfer. Wir warten auf etwas, was von alleine nicht kommt. Ja. Wenn wir das so tun, wie du das sagst, wenn wir diese Vision eines Neuen haben, nicht den Reparaturbetrieb des Alten, in einem System, was von Menschen bis in das Kleinste erdacht und entwickelt wurde, was letztendlich negativ ist und
diesen Planeten auch vor die Wand fahren kann oder vor die Wand fahren würde, wenn es einfach so weitergeht. Ist diese neue Vision, wenn sie von einem genügend großen Kollektiv entsteht, mächtiger als all die Milliarden, als all das, was im Augenblick schon entwickelt wurde, was von den Kräften, die, ich sag mal, diese Ausbeutung des Planeten betreiben seit Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar 2, 3 Jahrhunderten oder vielleicht sogar mehr, ist das stärker als das? Es ist qualitativ besser. Sagen wir so, die Szenarien, die jetzt am Laufen sind, und das sind ein paar, die konkurrieren übrigens miteinander, die werden nicht alle eintreten. Im Idealfall treten sie gar nicht ein. Ne? Aber das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Also diese Szenarien, die sind zwar bis in Detail ausgearbeitet, was sie aber nicht berücksichtigen, und das können sie gar nicht, denn das Bewusstsein ihrer Erschaffer, denen diese Einsicht überhaupt nicht erlaubt hat, dass die Realitätsbeschaffenheit eine andere ist. Ich kann so sagen, das war rausgeschmissenes Geld. Sie haben klingt gut. Also auf den Punkt gebracht, ja. Sie haben schon verloren. Es ist nur noch nicht vollzogen worden. Und Sie werden das erst de facto feststellen können und werden sich wundern, wieso das nicht funktioniert hat. Ja, deswegen. Unsere Schwäche ist, dass wir kein Szenario ausgearbeitet haben, keine Vision. Und die will auch von einem Kollektiv oder von einem Netzwerk hergestellt werden, denn das muss die Signatur haben, Kollektiv erschaffen. Es kann nicht ein Mensch eine kollektive Vision erschaffen, die gültig ist. Es muss von Kollektiv für Kollektiv erschaffen werden, dann hat das eine Gültigkeit. Und da müssen wir hinkommen, eine gemeinsame Sprache ausarbeiten, gemeinsame Prinzipien, begreifen, welche Parameter der neuen Realität fix sind oder mehr oder weniger fix und wo sind Spielräume und daraus eine funktionierende Vision erschaffen. Wir sind jetzt auf dem Wege, aber wir brauchen viel mehr Mitarbeit diesbezüglich. Und wir brauchen eine gemeinsame Vision. Wenn wir 1000 Visionen haben, die sind alle unterschiedlich, die heben sich gegenseitig auf. Der Plus, das ist Minuspunkt, dass wir es noch nicht haben. Der Pluspunkt, unsere Vision funktioniert. Und die Vision von verzogenen Kindern, ja, egal welche Ämter sie da innehaben, die funktioniert einfach nicht. Ganz herzliches Dankeschön. Ein Ausblick, der deutlich macht, dass wir in einer extrem spannenden, aber auch extrem wichtigen Zeit leben, eine extrem wichtige Aufgabe haben und die Chance, die Potenz da ist, um mit daran teilzunehmen, dass eine nächste Stufe, eine bessere Erde entstehen kann. Herzliches Dankeschön für das Gespräch. Danke, Michael. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadresse www.rassadin.de ein, auf der ihr die Möglichkeit habt, Kontakt aufzunehmen und vor allen Dingen euch einzubringen. Ich will noch auf zwei Publikationen hinweisen. Triada, Paradigmenwechsel ist das eine und Gott, Mensch, Schöpfer, Welt und Lebensformel ist das andere. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.